Wer heute sich eine Wärmebildkamera anschaffen will, steht zunächst mal vor dem Problem, welche Kamera ist für mich die richtige. Jetzt kann ich hier Ihnen nur mal zeigen, was FLIR da so im Angebot hat. Aber in erster Linie soll immer entscheidend für Sie sein, wie ist Ihre Anwendung und was mache ich daraus. Wir sind ja auch als Firma aktiv im Verband für angewandte Thermografie und da haben wir vor kurzem so eine kleine Broschüre rausgebracht, die Ihnen auch mal zeigt, für welche Anwendung welche Kamera wohl am besten für Sie geeignet ist. Ja, und wenn man hier mal so ein bisschen auf den Tisch schaut, ne, das ist jetzt bei weitem nicht alles, was FLIR so zu bieten hat, aber das geht dann los mit solchen kleinen, witzigen Aufsteckgeräten fürs Handy, fürs iPhone oder Samsung oder was auch immer. Das geht dann weiter mit einer kleinen C2, auch ein recht niedliches Gerät, mit dem man doch ganz schöne Sachen machen kann. Dann geht es weiter mit Pistolengeräten und dann geht es in die Profiklasse. Wir wollen jetzt in der Folge Ihnen mal das eine oder andere Modell mal ein bisschen näher vorstellen und vielleicht mal aufzeigen, warum das eine vielleicht gut ist, das andere aber besser sein wird. Letztendlich entscheiden Sie, weil Sie müssen mit dem Gerät arbeiten und Sie müssen mit dem Handling mit diesem Gerät auskommen. Vielen Dank.